So Leute, willkommen zurück bei FA17. Ja. Heute mal mit dem zweiten Video. Nummer 2, genau. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Vielen Dank für die Feedbacks und ja. Ja, ich denke mal, ja, wir kommen direkt, also ihr habt schon gesehen, worum es geht in dem Video. Ja, wie kommen wir oder wie kam es zu dem FA17? FSMT war ja schon ganz lustig, Bruder, gell? Ja, das war ja. Da war, ja, das war damals in der französischen Unterricht. Französisch noch, ja. Bei Herr Reiner. Grüße gehen raus. Grüße gehen auf jeden Fall raus. ja, da hieß es mal, als ob wir eine Geschäftsidee oder so. Genau. Ja, genau. Und einen Namen nennen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und sind dann auf FSMT gekommen. Genau. Und ja, jetzt kommt die Frage quasi, ja, was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? Also, unsere Aufgabe ist es nicht, wir suchen nicht Profifußballer, wir wollen Profifußballer nicht weiterhelfen, sondern Amateurfußballer oder Leute, die wirklich ja, diese Wille haben, höher zu spielen und höher spielen wollen. Und der Grund, warum wir das machen, ist, weil man mir damals geholfen hat, vor allem jetzt bei SFC Nürnberg. Ich bin ich bin voll rausgekommen. Aber man mir damals geholfen. Ja, ist gut, es passiert. Wir haben jetzt waren voll drin, letzte Pause. Alles gut. Okay, nochmal? Ja. Okay. Willkommen zurück bei FSM-Team. Yes. Heute mit dem zweiten Video. Nummer 2. Ich hoffe, das erste hat euch gefallen. Genau. Und vielen Dank für das Feedback. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, geht es mit dem Thema darum, ja, FA17. Bruder, erzähl doch mal, wie kam es dazu? FSMT war schon ganz lustig. Ich war damals in der Schule, wo wir unser Abi gemacht haben, Abi-Zeit. Französischunterricht, Grüße gehen raus an Herrn Reinert. Herr Reinert. Bonjour. auf jeden Fall sollten wir da so eine Geschäftsidee erfinden. Genau. Ja, genau. Und dann auch natürlich auch mit dem Namen, da sind wir auf FSMT gekommen. Richtig. Und ja, für viele kam dann jetzt die Frage auf, ja, was wollen wir jetzt erreichen? Was ist die Aufgabe? Unsere Aufgabe, also wir haben uns zur Aufgabe genommen, Amateurfußballer oder Spieler weiterzubringen oder weiterzuhelfen, die sich hervorgenommen haben, höher zu spielen oder höher zu kommen. Mhm. Der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel, weil man mir auch damals geholfen hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend viele Nachwuchszentren gespielt, zum Beispiel Viktoria Schaffenburg, Eintracht Frankfurt, Darmstadt, SV Darmstadt 98 und dann war ich auch bei der zweiten Mannschaft bei SFC Nürnberg und genau da kam es dann. Beim SFC Nürnberg war es also, dass man mir gezeigt hat, dass ich wirklich kein taktisches Verständnis hatte. Ich dachte früher immer, ich wäre gut, also taktisch gut und ich fand mich auch wirklich taktisch gut. Aber ich war taktisch nicht gut, sondern ich war einfach nur spielerisch gut. Ich war einfach so gut in dem Niveau, dass ich das Taktische einfach verdrängen konnte, weil ich spielerisch gut war. Wenn ich den Ball hatte, bin ich durchgelaufen, wir haben Tore geschossen, wir haben gewonnen, fertig. Aber es war taktisch nicht wirklich etwas. Und ich muss wirklich ganz ehrlich dazu sagen, muss man mal so ehrlich sein, dass ich den meisten Nachwuchszentren nichts gelernt habe. Ich habe wirklich gar nichts gelernt, was mit Taktik zu tun hat. Also der Unterschied war dann schon relativ groß zwischen Nürnberg und... Genau. Also dafür, dass sie eigentlich Nachwuchszentren waren, wo man die Jugend ausbilden muss, hatten wir damals wirklich nicht wirklich Spaß gemacht. Ja. Da muss ich das jetzt auch wirklich so ehrlich sagen. Es war wirklich so. Und andere hatten dann auch quasi einen höheren oder besseren Vorteil. Wie war das im Leistungszentrum? Hatten dann... so wie du, die eben noch nicht so viel Taktik hatten? Nein, es gab natürlich Spieler, die taktisch viel weiter waren. Es gibt Leute, die sind einfach geborene Sechser, haben einfach schon so taktische Dinge. Und vielleicht, ich hätte auch selbst mich früher drum kümmern können, um ein taktisches Verständnis. Aber das Problem ist das, was auch viele haben, was auch du da draußen bestimmt auch hast, ist, dass man nicht weiß, ob man jetzt taktisch eigentlich gut ist oder nicht. Denn wenn man in eine bestimmte Liga spielt, egal welche Liga, also grundsätzlich ist es so, dass jede Liga anspruchsvoll ist. Denn wo du spielst,
entspricht oftmals auch deiner Leistung. Und dann ist es dort auch anspruchsvoll. Du bist nur in der Lage, dich zu verbessern und da höher zu kommen. Dann ist diese Liga dann vielleicht für dich einfach, aber nur, weil du mit deiner Leistung weiter bist. Aber für andere, wo das der Leistung entspricht, ist die Liga anspruchsvoll. Das darf man niemals unterschätzen. Und es ist unsere Aufgabe, euch dazu zu bringen, immer höher zu kommen, immer mehr Ligen unter euch zu haben, was für euch sehr wenig ist. Und ja, ja, kommen wir nochmal, aber noch mal zu Nürnberg zurück. Genau. Wie war das denn damals? Genau. Hast du da jemanden gehabt, der dir das beigebracht hat? Oder erzähl einfach da noch genau. was. Bei Nürnberg, ist, wie gesagt, es war halt so, dass ich in vielen Jugendbereichen oft wirklich den Besten gehört habe und es immer gut gelaufen ist. Und dann kam ich halt nach Nürnberg und ja, da traf ich halt auch auf Leute, die selbe Niveau waren, wenn nicht sogar besser waren. Okay. Muss man ganz ehrlich sein, waren viele dabei, die auch besser waren als ich. Aber ich würde nicht sagen, dass die fußballerisch besser waren als ich, sondern taktisch. Denn man muss sich das so vorstellen, je höher man kommt, desto wichtiger ist es, dass man taktisch klug ist. Und es war auch, das habe ich da das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich keinen taktischen Verständnis hatte. Es haben Spieler gespielt, wo ich gesagt habe, wie kann es sein, dass diese Spieler spielen? Bruder, ich war wirklich sauer. Ja. Ich war wirklich sauer. So, die haben ja manchmal auch telefoniert und so. Ja. Und ich habe dann so gemeint, ja nee, ich spiele nicht und so. Ja. Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir irgendwann habe ich mir gesagt, so, warte mal, ich schaue jetzt mal auf mich. Vielleicht ist es ja doch wegen mir. Vielleicht habe ich da muss ja etwas geben, was die anderen haben, was ich nicht habe. Und dann weiß ich noch, saß ich auf der Bank, habe dann den Spieler angeschaut, der auf meiner Position gespielt hat. Und da war er auf einmal so viel größer als ich, weil er in diesem Verein, also in der Mannschaft, einfach so gut harmoniert hat. Taktisch passte alles einfach gut. Die sind gut verschoben, da, hier. Es war einfach eine Einheit. Wir hatten natürlich auch einen überragenden Trainer, muss man dazu sagen, in Charles Kölner, der jetzt Cheftrainer bei SFC Nürnberg ist, aufgestiegen in die erste Bundesliga. Er war einfach taktisch genial. Also er hatte so viele Ideen. Im Training hat man manchmal eine Taktik, da Sachen rein. Da hast du manchmal viele Farben, also viele Striche. Viele Striche hier, da. Wir kamen sogar straff, wenn du taktisch Tafel vergessen hast. Einfach weil es. Also das war einfach. Also er war schon wirklich. Ja. Wir haben auch in der Mannschaft auch gemerkt, dass der zu gut war für uns in der Nachrüstung. Und hat er dann auch natürlich gezeigt, dass er dann der Profi geworden ist. Ich glaube auch, der Trainer ist auch sehr wichtig in der Situation. Ja, also man muss dazu. Der wusste natürlich von seinen Fähigkeiten, aber gleichzeitig hat er eigentlich mit jedem Spieler geredet. Und das war das Wichtigste, dass er mit uns geredet hat. Also persönlich, vor allem mit mir, ich bin ja gut mit ihm noch in Kontakt. Hat mir immer geholfen, hat mir persönlich Rat gegeben und so. Aber jetzt wieder zum Taktiken zu kommen. Vor allem der Co-Trainer, Fabian Allmann, hat mich dann doch weitergebracht. Das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, so, ich mache das jetzt auch. Denn er kam dann auf mich zu, so gegen Winterpause. Mhm. Hat dann gemeint, so, hör zu, Robert, hier, deine taktischen Fähigkeiten sind wirklich nicht gut. Wenn nicht sogar miserabel. So. Das musste man erstmal schlucken. Und erstmal wollte ich das nicht einsehen und so. Klar, ich habe gesehen bei manchen Spielen, die Mannschaft hat gut gespielt, aber ich dachte einfach, die Mannschaft hat einfach so gut gespielt. Aber mir war nicht klar, dass überall da Ideen war, Laufwege, alles so in den Köpfen von den Spielern auch schon drin war. Dann habe ich gesagt, aber nee, gut, ich habe dann keine Ahnung, wie mir weiterhelfen. Habe ich dann natürlich mit ihm hingesetzt. Er hat gesagt, so, lass uns mal hinsetzen. Wie habt ihr gearbeitet? Also wir gingen dann in so einen Raum rein. Was wird gebraucht? Natürlich Taktik. Und konntest du schlafen überhaupt? Hast du Albträume von der Taktik gehabt? Ich habe Albträume von der Taktik. Glaube ich. Ich hatte aber auch schöne Träume von der Taktik. Aber auf jeden Fall hat er mir dann natürlich Grundlagen, also wirklich Grundlagen gezeigt. Und wo man sich wirklich denkt, hey, das weiß man doch. Aber jeder kennt es, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, weiß man immer alles besser. Der Grund ist, dass man wirklich alles besser weiß, aber in der Situation, in der Spielsituation, muss man das ja dann einsetzen.
Und da zeigt es sich so wirklich, hast du das auch wirklich im Kopf oder ist es einfach Klugscheißerei? Weil wenn man draußen steht, weiß man immer alles besser. Ja, weil dann siehst du ja auch das Ganze. Und da hat er sich mit mir hingesetzt, hat die Grundlagen mir erklärt, ob nicht nur einmal, sondern öfters. Und dann kommt es natürlich darauf an, wollte ich es auch wirklich, wollte ich das oder wollte ich das nicht? Und ich wollte es wirklich, also habe ich mich daheim nochmal hingesetzt, habe daraufhin angefangen, Videos anzuschauen. Denn ihr kennt es auch, oder jeder kennt es, das heißt immer nach dem Spiel, schaut dir doch mal diesen Command an, wie der das macht. Oder Iron Robin, du bist doch auch... Messi, da, du bist, das ist doch das Beispiel. Du bist doch auch, du bist doch auch Linksfuß. Machst du wie Iron Robin. Dann wirst du wie irgendwann Lionel Messi. Genau ja. Das. Und unsere Aufgabe ist es, euch zu sagen, warum machen das die Leute? Denn es ist immer einfach, sich die Spieler anzuschauen, was die da machen. Aber es ist wichtig zu verstehen, warum die in der Situation so reagieren oder sowas machen. Und wie gesagt, mit diesen taktischen Grundlagen, die ich durch den Co-Trainer bekommen habe, konnte ich dann nochmal viel besser verstehen, nachdem ich die Spiele analysiert habe. Deswegen, jetzt mal kurz, ich soll keine Werbung sein, aber wirklich, holt euch solche Sachen wie Sky oder The Zone. Einfach alles, wo ihr Spiele ganz schauen könnt, holt es. Und das ist wirklich wichtig, wenn ihr besser werden wollt. Oder so Apps wie Skillinio. Das ist alles, das soll jetzt kein Werbung sein, aber das ist alles in den Links, alles in den Kommentaren. Sowas braucht ihr einfach, um besser zu werden, denn die zeigen euch Wege, um eure Leistung zu verbessern. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, ich hatte dort eine didaktische Grundlage gehabt, habe mich dann daheim hingesetzt, habe dann die Videos angeschaut. Und wie aus dem nächsten, am nächsten Tag, du stehst auf, du erkennst auf einmal Situationen, die du vorher nicht bewusst wahrgenommen hast. Nimmst aber jetzt bewusst wahr, weil du einfach ein bisschen dich hingesetzt hast und taktisch ein bisschen geübt hast. Das war's in dem zweiten Video vom Fußballtalk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr hoffentlich mehr über den Hintergrund von FS17. Und ja, wir werden jetzt viel mit den Taktiktafeln arbeiten. Deswegen schreibt bitte in den Kommentaren, welche Angriffs- oder Verteidigungsverhalten ihr euch wünscht und welche Aufstellung vor allem. Ja, vergiss nicht zu abonnieren, das muss ich auch sagen. Links zu Instagram-Account oder Apps wie Skillinio findet ihr alle unten in der Beschreibung. Und ja, das FA17 bedankt sich. Ciao!